So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Mauro Heller. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heute wirklich wahnsinnig interessanten Thema mit Roland Elias, der von dem YouTube-Kanal Steuer mit Kopf bekannt ist. Er wird uns heute in einem guten Stündchen, wahrscheinlich wird es auch etwas länger dauern, vermute ich schon, Rede und Antwort stehen. Hallo und herzlich willkommen. Erstmal herzlich willkommen. Wir starten mit 164 Teilnehmern. Richtig interessant und spannend. Wie gesagt, wenn Fragen kommen, dann können die jetzt einfach noch hier direkt reingestellt werden in den Fragen-Chat, sage ich mal so. Wir werden schauen, dass wir alle Fragen, soweit wie es geht, beantworten können. Vorab natürlich, wir haben schon, also ich habe hier, glaube ich, 7 oder 8 Seiten an Fragen. Also es gibt hier so einen leichten Ablauf, wie wir das durchgehen, damit also alle wissen, wie das jetzt abläuft. Also wir haben den ersten Teil Gründung. Es gab noch ein paar Fragen zur Gründung von GmbH oder UGs. Dann ging es um den Betrag, um den Bereich auch Steuern. Also gerade der 8b wurde natürlich da jetzt in dem Zusammenhang natürlich ausführlich mit reinkommen. Einige Fragen natürlich auch zu CapTrader. Ich hoffe, dass wir dann diese Fragen soweit dann auch klären können. Und zum Abschluss noch 1, 2 kleine Fragen zur Kapitalertragssteuer, die im Vorfeld kamen. Also alle bitte Fragen, die ihr noch habt, direkt einfach rein in den Fragen-Chat. Ich denke, die meisten werden wir auch damit beantworten können später. In dem Zusammenhang auch natürlich vorab ein kleiner Disclaimer, und zwar natürlich in dem Zusammenhang, es kann sein, dass es vielleicht in individuellen Fällen immer abweicht. Also es ist hier wirklich so, dass man im besten Fall natürlich am Ende auch dann zu einem Steuerberater geht und sich dann mit dem nochmal zusammensetzt und nicht dann später in irgendwelche Fallen reintappt, die eventuell hier nur sehr allgemein besprochen werden. Also wir werden auch hier keine, sag ich mal, Einzelfallbetrachtungen machen, sondern wir werden es sehr allgemein halten, um wirklich hier ja allgemein, ja, sag ich mal, die Infos breit zu liefern. Und im Chat geht es schon richtig rund, sehe ich da. Wir fangen aber gleich mal an mit den Gründungsfragen, die dazu gekommen sind. Also die erste Frage ist in dem Zusammenhang die Leihnummer. Das ist ein Thema, wo man sagen muss, das ist seit, ich glaube, 2019, 2018 neu dazugekommen. Also jede Gesellschaft, die handelt und irgendwo jetzt in Europa an der Börse vertreten ist, also durch das Trading, muss auch eine Leihnummer im Grunde beantragen. Kostet meines Wissens 150 Euro bei der Erstbeantragung und dann 60 oder 80 Euro jährlich. Die kommen dann im Grunde auf einen zu. In dem Zusammenhang natürlich auch hier schon einige Fragen zu dem Thema. Nein, da haben wir noch nichts. Das sind hauptsächlich steuerliche Fragen. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Leihnummer muss dazu ganz einfach beantragt werden. Ist leider seit 2018 ein neuer Kostentreiber, der dazugekommen ist. Genauso wie natürlich die Thematik mit der IHK, die ja leider auch seit einigen Jahren auf die vermögensverwaltende GmbHs, sage ich mal, zukommen. Früher war es so, dass eine Gesellschaft, die rein zur Vermögensverwaltung, sage ich mal, genutzt wurde, nicht den IHK-Beitrag zahlen musste. Mittlerweile beruft man sich aber dabei auf den Gewerbe, also auf die Definition des Gewerbebetriebs, und da eine GmbH, UG oder AG Kraftrechtsform gewerblich tätig ist, gab es da auch ein Urteil, ich glaube vom BGH war das in dem Zusammenhang, dass hier natürlich jetzt auch der IHK-Betrag nicht mehr umgangen werden kann. Genau, in dem Zusammenhang dann weiter. Die nächste Frage war natürlich, wie sieht es denn mit dem Stammkapital aus? Sie haben ja in dem Video sehr den Gründungsablauf sind wir durchgegangen und da kam jetzt die Frage, kann man das Kapital schon vor dem Notarvertrag im Grunde auf dem Bankkonto einzahlen? Grundsätzlich wäre das theoretisch möglich. Das Problem ist nur, Banken machen das zumindest meines Wissens nicht mit, weil die natürlich erstmal einen Notarvertrag haben wollen, also den Gesellschaftsvertrag mit Satzung und natürlich Gesellschafterliste, damit man überhaupt dieses Konto erst gründen kann. Das heißt, man kann theoretisch erst nach dem Notartermin dann hier das Bankkonto gründen, das Bankkonto öffnen und dann die 12.500 Euro, also die Hälfte des Stammkapitals in dem Zusammenhang, einzahlen. Eine kurze Frage dazwischen war auch, die kam dann so, und zwar GmbH und P2P-Erträge bzw. Zinsen bei zum Beispiel, hätten wir ja keine Werbung an dieser Stelle, dass man sagt, okay, man legt das irgendwo in die nach Estland, das Kapital, und lässt es dort verzinsen. Auch diese Möglichkeit besteht, ist für die Tätigkeit als Trader GmbH nicht schädlich, bedeutet in dem Zusammenhang, man kann die
ganz einfach nutzen, um natürlich hier eventuell noch ein bisschen mehr aus der Rendite rauszuholen, wenn man sagt, man hat dort irgendwie 10-20% extra Verzinsung des zum Beispiel vielleicht gerade nicht genutzten Kapitals. Ein Thema war natürlich auch immer das zu den Gründungsfragen, kann man auch gleichzeitig eine atypisch stille Beteiligung dazu gründen, also sprich sich noch als atypisch stiller Beteiligter in dem Zusammenhang an so einer Trader GmbH beteiligen. Ja, ist möglich, macht nur in vielerlei, ja sag ich mal, wegen dem Aufwand und natürlich auch der Prüfungs, sag ich mal, Intensität manchmal durch die Finanzämter keinen Sinn, weil es mehr Aufwand macht, als es Kosten spart. Man kann da zwar den 24.500 Euro Freibetrag holen, aber dann hat man natürlich öfter mal das Finanzamt im Haus, weil die solche Thematiken wie atypisch stille Beteiligungen und solche, sag ich mal, Konstruktionen öfter mal prüfen. Genau, dann würde ich sagen, an der Stelle schauen wir mal kurz in den Chat, was die ersten Fragen hier zum Thema Gründung, ob da welche dabei sind. Da haben wir schon ein paar. Genau, meines Wissens, ja, es gibt auch eine Aufzeichnung. Das wird aufgezeichnet, wird dann zur Verfügung gestellt. Wo genau, denke ich, wird dann vielleicht noch in der nachgehenden E-Mail an die Leute weitergeleitet. Aber dementsprechend, ja, es gibt eine Aufzeichnung davon. Kurz, vielleicht ist mein Ton jetzt mittlerweile auch wieder besser. Also das wird zukünftig dann natürlich bei uns auch wieder unter Training-Videos dann zu finden sein und die Aufzeichnungen stellen wir dann, ich sag mal, innerhalb dieser Woche noch zur Verfügung. Ja? Genau. Ja, genau. Also das heißt, wie gesagt, diejenigen, die jetzt vielleicht später weg müssen oder jetzt eben erst gerade gekommen sind oder auch später kommen, können sich das natürlich dann im Nachgang noch anschauen. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt hier noch ein paar Fragen im Chat und dann gehen wir dann später darauf ein, nachdem ich jetzt die Gründung hier abgeschlossen habe. In dem Zusammenhang, die Frage kam auch GmbH oder UG. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man so eine Trader GmbH wirklich größer aufstellen will, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass im Ausland oftmals UGs nicht so anerkannt sind wie jetzt, sage ich mal, eine GmbH, weil das ein bekanntes Instrument ist. Und grundsätzlich ist es auch so, dass zum Beispiel viele Banken, also einige Banken zumindest, sagen, sie finanzieren, wenn man zum Beispiel irgendwann sagt, okay, man möchte aus der Trader GmbH eine vollumfänglich vermögensverwaltende GmbH machen, dann ist es wirklich auch so, dass man sagen kann, okay, das kann sich dann mit einer UG zum Beispiel nicht die Finanzierung von Immobilien oder Ähnlichem, ganz einfach, dass hier keine Darlehen vergeben werden. Hatte ich auch vor kurzem selbst bei operativ tätigen GmbHs mit siebenstelligen Umsätzen war es eine UG, wo es dann geheißen hat, nein, ihr kriegt keine Finanzierung für das Geschäftsgebäude, weil wir nur GmbHs finanzieren. Also dementsprechend nicht nur im Grunde die Rücklageverpflichtung ist hier ein Thema, sondern eben auch die Thematik mit der ja, selber betriebswirtschaftlichen Betrachtung, Finanzierungen oder Ähnlichem. Und es ist natürlich auch in dem Zusammenhang bei manchen Anbietern, sage ich mal, bei denen man vielleicht ein Online-Konto auch noch eröffnen will oder natürlich irgendwelche anderen, sage ich mal, Abonnements abschließen will. Dort werden zum Beispiel auch meistens nur GmbHs genommen. In dem Zusammenhang natürlich auch die Frage mit dem Stammkapital noch. Kann man das Stammkapital in dem Zusammenhang dann eventuell stückchenweise einzahlen wie einen Sparplan? Ja, das ist möglich. Das würde dann durch regelmäßige Kapitalerhöhungen entweder aus dem Inneren oder auch im Grunde eine Einlage durch die Gesellschafter wäre ganz einfach möglich, ohne Probleme und kann in dem Zusammenhang ganz einfach dann durchgeführt werden. Also man könnte hier einen eigenen Sparplan auf die eigene Trader GmbH ganz einfach machen. Dann eine Frage, auch relativ spannend, und zwar, wie wird jeder einzelne Trade im Großen und Ganzen hier verbucht? Muss man wirklich jeden einzelnen Trade ganz einfach hier verbuchen? Grundsätzlich die Antwort ist ja. Es gibt hier auch in der, ja, sind wir im Privatbereich, da sind wir zum Beispiel in einem Video mit CapTrader schon darauf eingegangen, die Erträgnisaufstellung, und diese muss theoretisch in Form einer doppelten Buchführung auch dann natürlich, damit sie GOBD-konform ist und alles Mögliche, dass natürlich alle gesetzlichen Rahmenbedingungen ganz einfach eingehalten werden, muss hier auch eine doppelte Buchführung vorhanden sein. Es gibt aber einige Finanzämter, die an dieser Stelle, sagen wir mal, so sehr kulant sind, was das angeht. Vor allem nicht nur bei natürlich bei der Trader GmbH, sondern auch beim Privatbereich. Also diese Fälle habe ich auch schon erlebt, dass dann der Finanzbeamte das auch schriftlich mitgeteilt hat. Bitte einfach aufzeigen, was war der Kontostand im Depot oder natürlich hier das Vermögen am Anfang des Jahres und was war im Grunde der Bestand am Ende des Jahres und die Differenz soll besteuert werden. Also auch solche Fälle waren vorhanden, weil natürlich
je nachdem, wie oft man tradet. Ich meine, es gibt Menschen, die traden einmal am Tag, es gibt Menschen, die traden 100 Mal am Tag, unterschiedliche Sachen, Optionen, Futures oder Aktien oder auch Fonds. Und von daher muss aber grundsätzlich auch hier jeder einzelne Trade buchhalterisch erfasst werden. Dann natürlich auch die Frage in dem Zusammenhang, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer vermögensverwaltenden GmbH und einer Trader GmbH? Grundsätzlich, sage ich mal, ist eine vermögensverwaltende GmbH darauf ausgelegt, Vermögen zu ganz einfach zu sammeln. Also das heißt, der Hauptzweck ist wirklich hier Immobilien, Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Gold, Devisen, alles mögliche Unternehmensbeteiligungen. Das ist im Grunde eine vermögensverwaltende GmbH. Eine Immobilien GmbH ist dann zum Beispiel diejenige, die nur in Immobilien investiert, und die Trader GmbH ist die, die rein Börsenhandel macht, also rein auf Kryptowährungen oder zum Beispiel auch auf jetzt ETFs, Aktien und sonstige Produkte, die man an Börsen handeln kann. Hier natürlich das Hauptziel Trader, also Trading. Deswegen auch dazu die Frage gekommen, wie sieht es denn aus mit dem Unternehmenszweck? Was muss man da angeben? Kann man das sehr breit formulieren? Soll man das sehr eng formulieren? Also grundsätzlich sei mal so, der Unternehmenszweck ist eine rechtliche Thematik. Das in dem Zusammenhang natürlich alles, was man in der GmbH macht, aus Haftungsgründen. Wenn man zum Beispiel mit Hebel arbeitet, dann müssen alle, ich sage mal, Auflistungen hier vorhanden sein, was man macht. Also das ist vor allem in der Praxis dann immer wieder der Fall, wenn so eine GmbH in die Insolvenz rutschen sollte, dann wäre natürlich das Haftungsthema, was steht denn überhaupt unter anderem im Unternehmenszweck? Ist diese GmbH überhaupt dafür ausgelegt? Aber hier kann man im Grunde immer formulieren, ganz einfach Verwaltung eigenen Vermögens. Dann habe ich zum Beispiel Mandanten, die haben dann noch reingeschrieben, Handel mit Optionen, Futures, Aktien, Fonds, Devisen oder natürlich auch Kryptowährungen, nur um wirklich hier alles abzudecken und natürlich auch dann nicht später in irgendwelche Probleme zu kommen. Genau. Dann noch eine Frage hier direkt aus dem Chat, und zwar, wenn man eine Firma zum Eigentrading gründet, muss das Depot dann zwingend auf die Firma laufen? Ja, das ist ein springender Punkt, der auf jeden Fall beachtet werden muss. Das Depot und auch das Konto muss immer auf den Namen, also zum Beispiel Trader GmbH lauten, darf nicht auf Max Mustermann oder sonst irgendwas lauten, sondern es muss immer hier alles, und das ist ein springender Punkt bei der GmbH, die Trennung zwischen Privaten, also dem Max Mustermann und der Trader GmbH muss immer vorhanden sein, weil sonst kann auch das Finanzamt hier von zum Beispiel Ausschüttungen ausgehen, die dann eben, wo wir später noch in der Steuer dazu kommen, gesondert versteuert werden müssen. Genau. Ein Thema natürlich an dieser Stelle, weil ich es gerade in den Fragen sehe, es geht hier rein ums deutsche Steuerrecht. Also wir natürlich jetzt hier vor den deutschsprachigen Kunden, sage ich mal, in Österreich oder in der Schweiz ist, da natürlich können wir jetzt aktuell nichts dazu sagen, weil ich, wie gesagt, Steuerberater aus Deutschland bin. Und ich sage es mal so, grundsätzlich Österreich ist dem deutschen Steuerrecht noch sehr ähnlich, aber auch da natürlich in der bitte dann in den gesonderten Fällen natürlich auf einen Steuerberater zugehen aus Österreich oder aus der Schweiz, um natürlich nicht hier zu denken, dass das deutsche Steuergesetz dort auch Anwendung findet. Grundsätzlich ja, weil die Frage hier ist, kann ich tatsächlich nur mit einem reinen Trading investieren, eine GmbH gründen? Ja, man kann eine GmbH mit allem gründen, was man will. Zu dem Thema natürlich auch immer die Frage nach dem Finanzinstitut. In dem Zusammenhang ist es so, dass beim Finanzinstitut, dass hier meistens fremde Gelder auch noch mitgenutzt werden. Also sprich, man hier auch handelt auch ein bisschen auf, nicht auf direkt fremde Rechnung, aber man hat zum Beispiel Einlagengeschäfte, die dann dazu führen, dass hier ein Finanzinstitut entsteht, steuerliche Hinsicht. Und wenn das Finanzamt natürlich hier Probleme macht, grundsätzlich ist es auch so, der Handel mit Kryptowährungen hier auch in unregelmäßigen Abständen würde zum Beispiel nicht dazu führen, da es sich hierbei um natürlich eine Wirtschaftsgüter handelt und nicht um Beteiligungen, worum es ja hier im Rahmen der Finanzinstitute geht. Ist es möglich, eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern zu gründen? Ja, die Möglichkeit besteht. Man kann im Grunde hier ganz einfach sich zusammen hinsetzen, um zum Beispiel das Kapital zu bündeln und dann im Grunde sich zu
zu traden, ist möglich. Vor allem unter dem Gesichtspunkt kommen wir auch später und dem steuerlichen Aspekt dazu. Ich habe einige Mandanten, die als GbR handeln, also sprich, die handeln zu 4, zu 5, zu 10 über ein Konto, aber es sind im Grunde hier in unterschiedlichen Beteiligungsformen dann daran beteiligt. Für die wird es in Zukunft auch aufgrund der Thematik mit Futures, Optionen und Termingeschäften der Fall sein, dass es hier natürlich vorteilhafter ist, in die GmbH zu wechseln. Also auch hier ist es möglich, ganz einfach diese eine Gesellschaft mit mehreren Gesellschaftern zu gründen. Dann in dem Zusammenhang haben wir noch Fragen zur Gründung. Unterschied Haftung GmbH und UG. Grundsätzlich sind beide haftungsbeschränkt. Die GmbH ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Unternehmergesellschaft mit haftungsbeschränkt ist ja im Grunde die UG. Das heißt in dem Zusammenhang natürlich beide haftungsbeschränkt. Wichtig natürlich, es muss die Stammeinlage, das Stammkapital eingezahlt werden. Ab dann greift die Haftung. Müssen Sacheinlagen beim Notar gemeldet werden? Grundsätzlich ja. Wenn natürlich eine Sachgründung stattfindet, muss das dem Notar auch mitgeteilt werden, denn eine Sacheinlage führt in manchen Punkten natürlich auch zu einer Steuerpflicht beim jeweiligen Einlegenden. Kommen wir später auch noch dazu, weil da ist die Frage auch schon aufgetaucht, wie dann so eine Sacheinlage zum Beispiel von Aktien, Optionen, Futures und ähnlichem zu versteuern ist. Genau. Eine kurze Frage, Herr Heller, kann ich die Fragen dann einfach löschen, wenn sie beantwortet sind, weil sonst wird es hier ein bisschen unübersichtlich. Ich habe gerade versucht, die im Grunde schon als beantwortet zu setzen, aber das funktioniert nicht. Hallo? Warten wir mal kurz. Genau, das sind alles noch Steuerfragen. Genau, du hast vorhin 12.500 Euro für eine GmbH-Gründung angesprochen. Richtig, es sind 25.000, aber die gesetzliche Vorgabe heißt auch, es müssen mindestens 50% von dem Stammkapital eingezahlt werden. Und 25 durch 2 ist 12.500. Das ist das, was du im Grunde einlegen musst. Grundsätzlich, weil auch die Frage hier öfter kam schon von den Kosten, also es gibt unterschiedliche Systeme, wie so eine GmbH gegründet werden kann. In dem Zusammenhang, ich sage es mal so, bei uns ist eine Gründungspauschale für GmbHs mit Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Gewerbeanmeldung und Eröffnungsbilanz von 250 Euro netto, die da vorhanden ist, desto zu dem Kostenumfang, der da für eine Gründung entsteht. Dann noch Notar und Rechtsanwalt, dann ist man nicht Rechtsanwalt, Notar und natürlich die Eintragung, also vom Handelsregister, ist man ungefähr bei 800 Euro so um den Dreh. Genau, das sind steuerliche Fragen. Das sind steuerliche Fragen, genau. Dann haben wir jetzt im Grunde sehr viele Gründungsfragen abgehandelt. In dem Zusammenhang gehen wir dann natürlich hier. Genau, eine wichtige Frage ist natürlich auch immer, ab wann lohnt sich denn so eine Trader GmbH? Im Großen und Ganzen habe ich das im Video auch schon angesprochen. Es geht wirklich darum, wo man sagt, okay, wenn man das Kapital zum Leben braucht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt sich zum Beispiel später selbst bei der Trader GmbH an oder man tradet im Privatvermögen. Wenn man das Kapital hingegen nicht braucht, dann kann man hier sehr steueroptimiert eben bei Aktien hier natürlich mit 1,5% natürlich das Ganze versteuern ganz einfach und dann in der GmbH lassen. Das ist nämlich immer der Punkt, den viele ganz einfach hier missverstehen ist. Die Trader GmbH lohnt sich vor allem dann, wenn man auf das Geld nicht angewiesen ist oder wenn man langfristig ein Portfolio aufbauen will, wo man sagt, man ist hier im 7-8-stelligen Handelsvolumen. Dann ist es wirklich so, dass man in dem Zusammenhang mit der Trader GmbH langfristig gut fährt, einfach aus einem Grund, und zwar der Zinseszins. Aus dem Zinseszinseffekt heraus, wenn man jährlich nur mit 1,5% besteuert, ist man dahingehend steueroptimal und kann dadurch schneller großes Vermögen aufbauen, als wenn man jährlich 25% hat oder den persönlichen Steuersatz. In dem Zusammenhang natürlich
auch die Thematik, weil wir jetzt gleich dazu kommen zu Besteuersätzen. Natürlich, es gibt auch die Besteuerung mit 30%, aber das muss man natürlich dann nochmal gesondert beachten. Zur Gründung auch gleich direkt, was ich vorhin schon gesagt habe, die steuerfreie Übertragung des Privatvermögens, zum Beispiel Aktien oder sagen wir, andere Finanzprodukte, Kryptowährungen, die man im Privatvermögen hat, in die GmbH ist nicht steuerfrei möglich. Ausnahme wäre, Sie würden sich zum Beispiel im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens befinden, dann könnte man dadurch durch eine Umwandlung ganz einfach hier das in die GmbH bringen. Das wäre möglich. Aber grundsätzlich die Übertragung von Aktienfonds oder natürlich anderen Finanzprodukten in eine GmbH ist, oder eine UG ist nicht möglich. Also das ist nicht möglich, weil es im Grunde einer Veräußerung, also einem Verkauf desjenigen Finanzprodukts ganz einfach gleichzustellen ist. Dann noch eine Frage hierzu und natürlich wäre es nicht sinnvoller, ein Einzelunternehmen zu gründen, weil ich da eine EUR machen muss, also eine Einnahmenüberschussrechnung, und keine 25% Steuerbeinahme aus der GmbH zahlen muss. Das erstmal theoretisch, ja, theoretisch besteht diese Möglichkeit. Es gibt nur ein sehr umfangreiches BMF-Schreiben hierzu zum Thema Kapitalertragsteuer. Und da ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, ein Einzelunternehmen ganz einfach hier mit dem Handel von Aktien, ganz einfach und ETFs und anderen Finanzprodukten zu gründen. Einfach ist es bei Kryptowährungen, da ist man relativ schnell im gewerblichen Handel, aber auch hier ist es, wie gesagt, so, das ist nicht möglich. Von daher, grundsätzlich steuerlich wäre es dann eventuell die günstige Lösung unter den Kostengesichtspunkten, aber es ist einfach im deutschen Steuerrecht so nicht vorgesehen, weil immer eigentlich meistens der Paragraf 20, also das Kapitalvermögen, hier sage ich mal, an erster Stelle ist einfach und dementsprechend das nicht möglich ist. Genau. Dann eine Frage auch zum Thema, lohnt sich das im Großen und Ganzen? Lohnt sich das zum Beispiel, wenn man sagt, man hält hier über mehrere 15 bis 20 Jahre zum Beispiel nur ETFs, lohnt sich das? In dem Zusammenhang mit einer Summe von 20.000 bis 30.000 oder 50.000 Euro. Nein, die Trader GmbH ist darauf ausgelegt, dass es hier wirklich einen reinen Handel gibt. Im Privatvermögen ist das eine Buy-and-Hold-Strategie, wirklich die bessere. Aber dazu kommen wir jetzt auch bei der Dividendenstrategie und bei den Sonderfällen noch zu einigen Punkten, wo man auch wieder sagen muss, das kann sich doch auch vielleicht in anderen Fällen lohnen. Dann, genau, erste Frage zum Thema Steuern. Wenn man natürlich das Ganze in der GmbH hat, dann ist es ja so, dass man in dem Zusammenhang, dass in der GmbH eine sehr fixe Besteuerung hat. Von entweder 30% bei ja, Optionen, Futures und natürlich Kryptowährungen, Devisen und Ähnlichem. Aber bei Aktien zum Beispiel einen Steuervorteil bei 1,5%. Das heißt, man zahlt hierauf nur 1,5% Steuern. Dann werden diese ja nochmals besteuert mit dem persönlichen, mit dem Kapitalertragssteuersatz, wenn man diese ausschüttet. Und an diesem Punkt ist man genau, wo man sagt, hier kann es sich trotzdem lohnen, die GmbH zu nutzen, weil einfach hier der Zinseszinseffekt über mehrere Jahre wirklich hier den Vorteil bringt. Wenn man über mehrere Jahre nur einen 1,5%igen Steuersatz hat und dann irgendwann im späten Alter, sage ich mal, ein vermutlich vielleicht sogar geringeres Einkommen hat oder dann natürlich sich die steuerlichen Gegebenheiten sowieso wieder geändert haben, dann kann man hiervon profitieren, weil man aus einem größeren Vermögen schöpfen kann. Und das natürlich der größte Vorteil ist, solange man in der GmbH ist, hat man hier den Steuervorteil, deswegen auch das Thema. Wenn man auf das Geld angewiesen ist, dann ist es wirklich hier keine Option. Ausnahme ist natürlich, man hat so ein großes Volumen, mit dem man handelt. Und in dem Zusammenhang kann man sich zum Beispiel selbst einen Lohn auszahlen. Also viele meiner Mandanten machen es zum Beispiel so, die handeln regelmäßig über zum Beispiel CapTrader und in dem Zusammenhang haben die sich einfach fest angestellt als Geschäftsführer an einer GmbH oder UG. Also wir haben überwiegend eben GmbHs, weil wir sagen, GmbHs ist einfach das bessere Tool und ist halt einfach das größere. Und wenn man Vermögen verwalten will, dann ist halt einfach die UG, hat das so Nischendasein. Es gibt einige, die das auch empfehlen, also aber für die, ja, in der Praxis ist einfach die GmbH noch die bessere. In dem Zusammenhang ist es wirklich so, die zahlen sich dann im Grunde, machen zum Beispiel, sagen wir, 30.000, 40.000 Euro Gewinn mit Trading pro Monat und zahlen sich dann davon aber plus 5.000 oder 6.000 Euro aus, weil sie dann davon leben und den Rest im Grunde lassen sie in der GmbH, um damit eben langfristig die Steuervorteile ganz einfach zu bekommen. Dann natürlich hier auch die Frage zum Thema Steuern, beziehungsweise schauen wir mal kurz, ob hier welche Fragen.
Genau. Jetzt sind wir jetzt über die ersten Fragen zum Thema Steuern. Genau, ein paar Mal die Frage gekommen, kann man sich bei einer GmbH selbst anstellen als Geschäftsführer? Ja, das ist auch der Sinn davon, dass man sich dort selbst anstellt und eben von einem geringeren, sag ich mal, Einkommen lebt, als man im Grunde durch die GmbH verdient. Genau. Kann eine vermögensverwaltende GmbH ohne steuerliche Nachteile operativ tätig sein, wenn eine Immobilie der V, wenn eine Immobilie in der vermögensverwaltenden GmbH gehalten wird? Richtig. Es ist so, da hatten wir es ja vorhin schon, eine Immobilien GmbH kann im Grunde hauptsächlich Immobilienvermögen nutzen und kann dann auch zum Beispiel diese Steuerbefreiung im Rahmen der Gewerbesteuer nutzen. Das heißt, sie zahlt plus 15,825% Steuern auf alles, was Immobilienerträge sind. Eine operative Tätigkeit, wie zum Beispiel der Handel mit die Vermietung über Airbnb oder natürlich der Handel mit Kryptowährungen, wäre in einer Immobilien GmbH schädlich. Nicht aber der Handel mit Aktien, Futures und anderen Finanzprodukten. Diese wären nicht schädlich, solange sie unter den Paragraphen 20, also unter das Kapitalvermögen fallen, dann wären sie im Großen und Ganzen nicht schädlich. Das heißt, in dem Zusammenhang kann man das dann schon machen, dass man hier eine vermögensverwaltende GmbH mit zum Beispiel Vermietung kombiniert mit der Trader GmbH und dann natürlich in dem Zusammenhang hier ganz einfach handelt. Dann die nächste Frage. Dann fangen wir jetzt im Grunde an mit dem Thema. Also beim Aktienhandel ist es so, dass hier natürlich die 1,5%ige Besteuerung entsteht. Das heißt, hier hat man in dem Zusammenhang einmal 100% werden fiktiv versteuert, davon werden 95% abgerechnet und dann dreimal 30, weil das ist der Steuersatz, der durchschnittliche Steuersatz in der Körperschaftssteuer, Soli und Gewerbesteuer. Diese fallen dann im Grunde dafür dazu, dass man 1,5% Steuern hat. Das wäre zum Beispiel beim Handel möglich, bei Dividenden, also bei Ausschüttungen aus AGs, UGs, GmbHs oder anderen. Es ist nur möglich, wenn hier mindestens eine Beteiligung von 10% an diesem Unternehmen vorliegen. Bei, sagen wir mal, Coca-Cola, Pfizer, also bei den Dividendenaristokraten oder Ähnlichem, wäre es sehr schwer möglich, in dem Zusammenhang 10% am Unternehmen zu haben. Dementsprechend ist es hier so, dass hier eine Steuerbelastung von 30% auf auf die GmbH zukommt für Ausschüttungen. Aber demgegenüber habe ich auch schon im Video angesprochen, muss man hier ganz einfach den Sparerpauschbetrag setzen. Denn wenn man sich überlegt, alle Kosten, die einem täglich entstehen, das können wie gesagt Telefonkosten sein, das können natürlich auch Fahrtkosten zur Hauptversammlung sein, das können auch Coachings oder Tradings sein, wo man im Grunde teilnimmt, also Trading-Coachings oder zum Beispiel auch Zeitschriften oder natürlich auch das Arbeitszimmer. Da können sich übers Jahr schon hinweg mehrere tausend Euro aufsummieren, was man bei einer Trader GmbH dann steuerlich geltend machen kann. Also auch unter dem Dividendenaspekt, wo man zwar erstmal auf den ersten Blick mit der Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und dem Soli eine höhere Belastung von knapp 30% hat, gegenüber der Kapitalertragssteuer plus Soli plus eventuell Kirchensteuer, kann man aber mehr Kosten geltend machen. Und dieser Vorteil ist es, wie gesagt, der, den man auch dann langfristig nutzen kann, weil man Kosten geltend machen kann, auf denen man sonst sitzen bleiben würde. Genau. Wie sollte man aus einem bestehenden Depot am sinnvollsten in die Trading, das Vermögen in die Trading GmbH übertragen? Also in dem Fall ist es so, dass der günstigste und schnellste Weg ist, dass man langsam zum Beispiel, wenn man E-Trader ist, ganz einfach das Kapital in Form eines Darlehens in die Trading GmbH einbringt und dann natürlich hier nicht die GmbH, sondern das Depot einfach umschreibt, denn hier besteht die Gefahr, dass auch eine Schenkungssteuer fällig wird, wenn hier ohne Gegenleistung das Depot einfach übertragen wird. Eine Sachanlage ist hier auch grundsätzlich, wie gesagt, wie eine Veräußerung gleichzustellen. Dementsprechend am besten hier ganz einfach die GmbH gründen und langsam aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen umschichten, durch zum Beispiel ein Darlehen an die GmbH.
Genau, richtig. Also ab 2021 wird das eben auch sehr interessant wegen der Verlustverrechnung, weil meines Wissens heißt die Strategie hier, glaube ich, Butterfly. Das heißt, man gleicht hier Verluste und Gewinne gegeneinander aus. Da ist es so, dass natürlich hier in dem Zusammenhang die Verlustverrechnung dann nicht mehr möglich ist, was dann ab 2021 eben Probleme bereitet. Deswegen, wie gesagt, gerade wenn man Futures und Optionen handelt, ist das so, dass man hier wirklich, sage ich mal so, dann mit der GmbH wirklich günstiger fährt, weil man dann alle Strategien wieder nutzen kann. Deswegen wechseln auch gerade sehr viele ja, sagen wir Trader in die Trader GmbH, weil sie sagen, das ist ihre Strategie. Und da gibt es auch schon mehrere Steuerberater, die sich da zusammengetan haben, wo wir gerade auch in der, sagen wir, das Thema durchsprechen und eventuell Lösungen abseits der GmbH suchen. Aber aktuell gibt es dort eigentlich nur die GmbH als Lösungsvorschlag. Aktueller Stand ist, muss ich dazu sagen, es gibt, weil jetzt viele Fragen auch gerade kommen zum Thema Verlustverrechnungsverboten bei Aktien und Termingeschäfte. Also das für Aktien gilt schon, also bei der wertlosen Ausbuchung. Bei Termingeschäften ist es jetzt, wie gesagt, ab 2021. Hier soll es angeblich, also vor 2 Wochen sollte es offiziell kommen, ein BMF-Schreiben geben. Da sind schon einige Informationen, sage ich mal, durchgesickert, aber das Problem ist, dass es sich bisher nur um Vorvorentwürfe handelt. Es ist nämlich so, dass man an der einen oder anderen Stelle noch zurückrudert und es ist, wie gesagt, bisher auch nur ein Entwurf. Deswegen soll das, wie gesagt, diese Terminverlustverrechnung von Termingeschäften wieder entschärft werden. Aber man muss dazu sagen, wenn man lang genug im Bereich der Steuern unterwegs ist, dann weiß man, dass sich bei einem Entwurf noch massiv was ändern kann. Denn auch diese Regelung, wie sie damals im Dezember 2019 beschlossen worden ist, war in einem Entwurf ganz anders, als sie dann am Ende, ich glaube, 19.12. oder sowas beschlossen worden ist. Das heißt, hier kann es wirklich massive Abweichungen geben. Deswegen wartet man wirklich, bis das BMF ganz einfach wirklich offiziell veröffentlicht ist und dementsprechend einfach. Hierzu kann man einfach nur sagen, aktuell gilt leider das, was bisher schon natürlich in dem Zusammenhang ja durch diverse Medien natürlich an die Öffentlichkeit getragen worden ist. Genau, eine Frage, die auch häufig kommt, ist, GmbH ist Nebengewerbe, ist das möglich? Ja, auch eine GmbH kann man als Nebengewerbe gründen, beziehungsweise einfach eine GmbH gründen und die dann einfach laufen lassen. Das ist, wie gesagt, möglich und muss man, wie gesagt, nur arbeitsrechtlich mehr darauf aufpassen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen unter Arbeitsrechtlern, aber da natürlich mal dementsprechend mit in den Arbeitsvertrag schauen, ob das zulässig ist. Ich weiß, zum Beispiel bei Beamten ist es immer kritischer, aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall möglich und wie gesagt, auch kann eigentlich im Normalfall jeder machen, der will. Also das GmbH kann jeder gründen. Genau. Wie verhält es sich mit einem zusätzlichen Holding? Also im Großen und Ganzen, die Frage kam auch bei den Steuern schon. Und zwar, wie ist es eigentlich, wenn man sozusagen über die bestehende Trader GmbH noch eine Holding drüber packt? Dann wäre es zum Beispiel so, dass man sagt, man macht das wirklich als Vermögensverwaltende, einfach aus dem Grund, weil man zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, die Trader GmbH hat Aktien, Futures, Optionen, Devisen, Kryptowährungen. Diese wäre theoretisch auch dann im Bereich der Kryptowährungen gewerblich tätig. Und dann gründet man drüber eine Holding, vielleicht eine komplett vermögensverwaltende GmbH, welche dann Immobilienvermögen hat, also in dem Zusammenhang zum Beispiel Vermietung hat, dann zum Beispiel auch noch Beteiligungen hält, größere Beteiligungen und dass man das alles separiert, dass man zum Beispiel sagt, man hat mehrere operative und vermögensverwaltende GmbHs. Genau. Dann ein wichtiges Thema war auch, und zwar hat man bei einer Trader GmbH den Vorsteuerabzug. Also kann man sich zum Beispiel auch aus allen Rechnungen die 19 bis aktuell 16% Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer wiederholen? Nein, ist nicht möglich. Der Handel mit Aktien, Futures, Optionen, Kryptowährungen ist umsatzsteuerbefreit.
Das heißt, man muss auch hier keine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass hier, wie gesagt, dann kein Vorsteuerabzug möglich ist. Genau, das haben wir schon. Genau, eine Frage, die natürlich auch häufig aufgetaucht ist zum Beispiel, ist der Handel sozusagen nicht direkt steuerfrei im Privatvermögen? Nein, das gilt nur für Altbestände. Also wenn du Aktien, damals war es bis 2009 so, wenn du Altbestände an Aktien hast, dann kannst du diese auch heute noch steuerfrei veräußern. In der Trader GmbH ist alles immer, sage ich mal, steuerpflichtig mit 1,5% bei Aktien und im Grunde mit 30% bei allen anderen Finanzprodukten. Genau. Genau, richtig. Aktiengewinne hatten wir auch schon. Dann schauen wir mal hier noch. Kann man als Rentner noch eine GmbH gründen? Ja, man kann als mit jedem Alter kann man eine GmbH gründen. Das ist kein Problem. In dem Zusammenhang, wie gesagt, einfach zum Notar gehen, dort einen Termin vereinbaren und dann kann das alles gemacht werden. Angenommen, es gibt einen Börsencrash und man macht hohe Verluste. Wie geht man damit in der GmbH um? Grundsätzlich ist es so, dass die Verluste natürlich nicht verrechnet werden können in dem Fall, weil eben die 1,95%ige Steuerfreistellung da das Problem ist. Aber grundsätzlich natürlich ist es natürlich ein großer Nachteil, gerade bei, sag ich mal, Aktienverlusten. Aber das ist, wie gesagt, der einzige Nachteil, den man da so wirklich steuerlich hat. Da muss man natürlich dann schauen, okay, je nachdem, welche Strategie man fährt. Und ich sage es mal so, auch beim Börsencrash, wir hatten auch dieses Jahr einen kleinen Börsencrash, da streiten sich auch die Gelehrten drum, ob es wirklich einer war oder ob es einfach bloß irgendwas anders war. Aber groß und ganz, es war meines Erachtens ein Börsencrash und mittlerweile hat sich das auch wieder erholt. Also, und ein Verlust ist es am Ende auch nur, wenn man natürlich dann veräußert. Und wenn man nicht veräußert, dann hat man keinen Verlust. Außer natürlich, die Aktie wäre wertlos. Genau. Dann auch eine Frage, und zwar kann man eine Trader GmbH auch für mehrere Geschäftszwecke nutzen? Grundsätzlich ja, eine Trader GmbH ist am Ende auch nur eine normale GmbH, aber mit dem Geschäftszweck, zum Unternehmenszweck, hier natürlich Handel mit Finanzprodukten aller Art. Das heißt, man könnte theoretisch auch, wenn man jetzt in dem Fall jetzt aber die Frage IT-Beratung hat, dann ist es in dem Fall so, dass natürlich hier auch du jetzt in deinem IT-Unternehmen, wäre zum Beispiel auch im Handwerksbetrieb ganz normal möglich, dass man hergeht und sagt, okay, man hat jetzt hier so einen großen Bestand an Kapital, gibt ja einige Unternehmen, die letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet haben, das nicht verfeiert haben und dementsprechend jetzt hier in, auch während der Krise zum Beispiel in Aktien und Fonds umgestiegen haben, ganz einfach das Bargeld, das Cashbestand, um natürlich dann hier davon zu profitieren. Das heißt, da gibt es auch immer mehr, ganz einfach, sage ich mal, Handwerksbetriebe, die ganz einfach jetzt zum Beispiel ganz einfach mit im Trading sind. Ist natürlich für die Buchhaltung immer aufwendiger, aber grundsätzlich ist es auch hier das so, dass die Vermögensverwaltung auch in Handwerksbetrieben zum Beispiel dadurch zunimmt. Ich muss dann den privaten CapTrader-Account bei CapTrader bis zum 31.12.2020 schließen, um Steuern zu vermeiden. Ja und nein. Also grundsätzlich sage ich mal in dem Zusammenhang, das private Depot kann komplett weitergeführt werden. Es kommt halt auf die Strategie drauf an. Wenn du im Grunde bei Termingeschäften auf die Verluste angewiesen wärst, dass du das im Grunde hier durch deine Trading-Strategie hast, dann wäre es sinnvoll, auf ein Geschäftskonto im Grunde umzustellen bei CapTrader, das dann eben auf die GmbH läuft. Und dementsprechend, wie gesagt, wäre das dann eine Möglichkeit, dass du im Grunde vom Privatkonto aufs Geschäftskonto umwechselst. Ich zahle momentan auf monatliche Basis Geld aus meinem Gehalt in eine bestehende GbR. Würde das bei GmbH auch funktionieren? Grundsätzlich ja.
Auch hier ist es so, dass du im Grunde hier Geld auszahlen kannst, habe ich vorher. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder über Ausschüttungen. Hier greift dann manchmal, wenn man das Wahlrecht nutzt, natürlich auch das Teileinkünfteverfahren. Das heißt, man muss hier von nur 60% besteuern, aber natürlich mit dem persönlichen Steuersatz. Oder man zahlt es sich als Gehalt aus. Haben wir zum Beispiel auch einige, wie gesagt, Mandate, die sich monatlich ein Gehalt auszahlen. Hat zum Beispiel auch immer wieder den Grund, wenn zum Beispiel doch Immobilienvermögen, auch zum Beispiel Eigenheim oder Ähnliches angeschafft werden soll, man hat hier einfach ein festes Gehalt. Die 3 Monate Nachweis für den Banker sind erfüllt und man bekommt hier leichter eine Finanzierung, als wenn man jetzt irgendwie das, sag ich mal, als GmbH hat und sich nur Ausschüttungen leistet. Gibt es eine Buchhaltungssoftware, die Trades automatisiert aufbereitet und elektronisch für die Steuererklärung an euch? Wir arbeiten da aktuell durchaus mit jemandem zusammen, der hat uns angeschrieben, der da was anbieten möchte. Aktuell können wir dazu aber noch nicht viel sagen. Es gibt aber meines Wissens schon, ja, sag ich mal, kleinere Unternehmen, die sich da gerade dran versuchen. Ist aber das Problem, die Daten da herzubekommen. Denn man muss sagen, das sind ja Millionen von Daten, die dort natürlich durchlaufen. Gerade wenn es natürlich nicht nur um Aktien, Futures und Optionen geht, sondern auch gleichzeitig an unterschiedlichen Börsen gehandelt wird. Also da gibt es einige Unternehmen, die da sehr vielversprechend sind. Wir haben da auch schon jetzt, wie ja im Video angekündigt, in dem Zusammenhang auch, sag ich mal, mit welchen irgendwie, ja, versucht, eine Kooperation aufzubauen, in dem Zusammenhang. Aber es ist eben noch nicht so, dass man sagt, okay, dass das wirklich jemand wirklich sauber macht. Aber was denn die nächste Zeit kommt, es versuchen sich gerade sehr viele IT-Unternehmen dran, weil sie eben gerade mit Blick auf 2021, ja, sag ich mal, soll man sagen, das gewittert haben, dass da was zu holen ist. Können Verluste aus dem Vorjahr gegen die ab 21 laufenden Gewinne über 10K aufgerechnet werden? Also grundsätzlich ist es so, beim Wechsel in die GmbH sind alle deine Verluste, die du hast, im Grunde weg. Das ist im Grunde so, weil dann ist die Trennung zwischen Privatvermögen und GmbH. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn da natürlich hier Verluste vorhanden sind, die du noch im Privatvermögen hast, dann kannst du natürlich in Zukunft weiterhin verrechnen, aber eben nur privat. Was kostet eine GmbH im Unterhalt? Eine GmbH kostet grundsätzlich laufend, je nachdem, wie viel man selbst machen will oder wie viel man selbst machen kann, sagen wir mindestens in dem Zusammenhang, ich glaube, es sind 200 Euro. 200 Euro, wenn du alles selbst machen kannst, inklusive Steuererklärung, Bilanz und Veröffentlichung zur Hinterlegung, dann ist es, wie gesagt, in dem Fall relativ günstig. Und wie gesagt, kann man auch sehr viel selbst machen. Kann die GmbH auch Darlehen bei Familienangehörigen des Gründers aufnehmen? Ja, auch das ist möglich. Eine GmbH kann in dem Zusammenhang von jedem Kapital aufnehmen, auch von einer Bank. Der Vorteil ist auch hier natürlich in der GmbH, dass natürlich hier die Zinsen, die gezahlt werden, steuerlich geltend gemacht werden können und sich dadurch wieder steuerlich auswirken. Im privaten Bereich natürlich 25% Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Wenn man mehr Kosten hat, dann ist der Wechsel zu überlegen. Dann eine Frage zur Gewerbesteuerbefreiung. Richtig, also solange jetzt hier reine Einkünfte erwirtschaftet werden, die unter den Paragraphen 20 fallen, also Darlehensvergabe, Zinsen zum Beispiel, P2P-Kredite und sei mal Aktien, ETFs und Ähnliches, alles was unter den Paragraphen 20, ja, sag ich mal, ja, drunter fällt, wäre im Grunde auch hier möglich mit der Gewerbesteuerbefreiung. Aber die Gewerbesteuerbefreiung greift nicht bei Aktien. Also da hat man die 1,5%. Genauso bei allem anderen hat man natürlich hier dann in dem Fall die 30%. Und hier gibt es keine Gewerbesteuerbefreiung. Die Gewerbesteuerbefreiung ist nur für Immobilienerträge, nicht mehr. Genau. Kann ich auch mit CFDs in der GmbH handeln? Ja, man kann wirklich mit allem in der GmbH handeln. Deswegen ja auch die Empfehlung, die Trader GmbH aus zum Beispiel der Immobilien GmbH oder aus anderen GmbH auszugründen, könnte man sagen, weil man dort wirklich auch Haftungsrisiken und alles, sage ich mal, optimal steuern kann, ob man nur dieses eine Unternehmen hat, wenn doch mal was schief geht. Weil viele halt auch mit Hebel arbeiten, mit Fremdkapital arbeiten, dass man hier wirklich sagt, man geht zur Bank und hat hier im Grunde ganz einfach mit Hebel. Das Ganze holt sich hier einen Kredit. Also diese Möglichkeiten sind natürlich hier vorhanden. Ab welcher Summe im Monat lohnt sich eine GmbH? Grundsätzlich kann sich die schon ab dem ersten Euro lohnen, könnte man fast sagen, je nachdem, welche Strategie man fährt. Auf der anderen Seite natürlich, welche, wie soll ich sagen,
welche Einkünfte man vorhat, sage ich mal, zu erwirtschaften. Denn in dem Zusammenhang kommt es auch wirklich auf das gesamte Portfolio an. Also wenn jemand, sage ich mal, schon mit dem Spitzensteuersatz unterwegs ist, also 40% aufwärts, dann ist es so, dass hier die 1,5% Besteuerung natürlich, wenn man auf das Vermögen nicht angewiesen ist, weil man fest angestellt ist oder Ähnlichem, dann sind die 1,5% natürlich relativ schnell hier die beste Option, um das Vermögen schnell aufzubauen. Kann man die Holding bei einer bereits existierenden Trader GmbH problemlos gründen oder kann es durch Probleme kommen? Eine Umwandlung, sogenannter Anteilstausch wäre das, ist jederzeit möglich. Muss man aber aufpassen, wenn man weniger als 50% der Stimmrechte hat, dann ist es hier nur im einfachen Anteilstausch möglich mit Aufdeckung der stillen Reserven. Hat man hingegen hier in dem Zusammenhang 51% der Stimmrechte, was jetzt, sage ich mal, der Optimalfall ist, dann ist es wirklich so, dann kommt man steuerfrei, sage ich mal, in die Holdingstruktur rein. Gelten die 1,5% nur für Aktien, nur auf Aktien oder auch auf anderes? Nein, wirklich nur auf Aktien an Beteiligungen an anderen Unternehmen. Wird die Trader GmbH von jedem Finanzamt akzeptiert? Ja, also meines Wissens, also in den Fällen, die wir jetzt hatten, haben wir gar keine Probleme gehabt. Wir haben auch, wie gesagt, wie ich es schon gesagt habe, mit dem Finanzinstitut auch noch nie Probleme gehabt, weil wir, wie gesagt, das von vornherein so strategisch aufbauen, dass das alles passt. Und von daher, das natürlich dann von Vorteil, beziehungsweise bei den Finanzämtern ganz einfach auch durchgeht. Einige Finanzämter machen angeblich Probleme. Ich habe, wie gesagt, da noch nie Probleme mitbekommen. Genau. Genau, dann schauen wir nochmal hier rüber. Genau. Wie sieht es denn aus? Muss ich bei einer Trader GmbH darf ich nur auf deutschen Börsen handeln? Nein. Also man kann bei einer Trader GmbH natürlich auch auf allen Börsen handeln, die irgendwo, sage ich mal, auf der Welt sind. Du bist dann nicht auf Deutschland beschränkt. Dann natürlich die Frage, wie verhält es sich da mit dem steuerlichen Aspekt? Was passiert, wenn ich die Gewinne beim Broker in den USA belasse? Muss ich dann in Deutschland dafür Steuern zahlen? Da ist es so, dass das Konto ja auf den Namen der GmbH läuft. Also in dem Zusammenhang, alles, was die GmbH dann im Grunde erwirtschaftet, muss dann auch in diesem Zusammenhang ganz einfach versteuert werden. Egal, ob das in den USA, in Kanada, in irgendwo auf irgendeinem Konto liegt. Gibt es Mindest- oder Maximalhaltefristen bei der Trader GmbH für Aktien, Rohstoff oder Ähnlichem? Nein, also in dem Fall ist es so, diese zum Beispiel, was es ist bei Rohstoffen oder auch bei Währungen, auch Kryptowährungen in dem Fall, diese einjährige Haltefrist gibt es dort nicht. In der GmbH ist alles steuerpflichtig. Aber wie gesagt, in dem Zusammenhang ist es so, wenn man tradet, gerade Kryptowährungen, Rohstoffe oder auch natürlich Devisen, dann hat man hier nicht die Maximalsteuerbelastung von 45%, die auf einen zukommen können, sondern eben nur die Flat 30, in der man dann natürlich auch hier noch Steueroptimierung mit Gehältern auch natürlich betreiben kann und halt mehrere Kosten geltend machen kann. Kann eine Trader GmbH eine Erbschaft von den Eltern annehmen? Ja, kann sie schon, würde ich aber nicht machen, weil das eine massive Steuerbelastung ist, die man sich sparen kann. Dementsprechend wäre hier die beste Option, dass man sagt, die Erbschaft geht direkt von den Eltern an das Kind in dem Zusammenhang und der vergibt es dann als Darlehen an seine Trader GmbH. Dann kann man das eigene minderjährige Kind als atypisch stille beteiligen? Ja, ginge schon. Man braucht aber in dem Zusammenhang einen Ergänzungspfleger, der natürlich dann dazu stimmt. Und in dem Zusammenhang, sage ich mal so, wäre das ja die einzige Möglichkeit. Genau, jetzt schauen wir mal nochmal die ersten Fragen durch, was da von Anfang an gekommen ist. Das sind ja noch alle da, genau. Genau.
Genau, wie gesagt, da nochmal die Frage gerade gekommen, ist die Besteuerung höher als von Dividenden höher als im Privatvermögen? Grundsätzlich ja, der Steuersatz ist höher, aber das, was man gegenrechnen kann an Kosten, ist einfach mehr. Also weil du bist im Grunde an den 801 Sparerpauschbetrag bei zusammenveranlagten 1.602 Euro und zahlst ab dem übersteigenden Betrag knapp 30%, also 27% ungefähr. Wenn du aber hingegen mehr Kosten hast, dann zahlst du effektiv ganz einfach weniger Steuern. Genau. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Was passiert mit der GmbH, wenn ich mit in Sachen meines Nachlasses, also wenn ich dann in dem Zusammenhang, also wenn derjenige, den Trader GmbH verstirbt, dann kann natürlich hier auch, was zum Beispiel viele Vermögende einfach machen, dann hier über die Holdingstruktur ganz einfach eine Nachfolgeregelung mit reinzubringen. Also das machen sehr viele ganz einfach, um in dem Zusammenhang einfach zu sagen, okay, man möchte nicht, dass zum Beispiel das komplette Vermögen zerschlagen, ganz Vermögen zerschlagen wird, sondern dass man hier in der GmbH das anteilsweise weitergibt. Also kann man besser das Ganze einfach auch verteilen. Kann man auch die Gebühren, die beim Kauf, Verkauf und so weiter anfallen. Also grundsätzlich, man kann bei der, sag ich mal, alle Kosten, die anfallen, sag ich mal, steuerlich geltend machen. Also es das heißt sowohl laufende Kosten als auch natürlich, wenn man sagt, okay, man hat hier den Computer, man hat hier Arbeitsmaterialien, die man anschaffen muss fürs Trading, Coachings, alles, man kann wirklich alle Kosten geltend machen. Ja, also es ist auch möglich, weil hier die Frage kam, kann man die Gründung einer Trading GmbH mit der Unterstützung über Ihre Firma vornehmen? Ja, genau das können wir auch an, machen wir auch, bieten wir auch in dem Zusammenhang an. Wir gründen es ja immer so pro Woche aktuell so 2 bis 3 Trader GmbHs, die sich dann langfristig auf diesen Bereich, sage ich mal, spezialisieren. Wir unterstützen die steuerliche Beratung, wir machen die Jahresabschlüsse, also in dem Zusammenhang ist ja immer das Full-Service-Paket, könnte man sagen, machen wir in dem Zusammenhang. Genau, dass man im Grunde bloß sich aufs Trading konzentrieren kann. Ist natürlich, wie gesagt, was viele auch schon geschrieben haben, mit Kosten verbunden, die man in dem Zusammenhang hat. Aber wie gesagt, das ist, sag ich mal, wie vielen bei anderen Unternehmen, und das ist das, was man auch sagen kann, von Robert Kiyosaki lernen kann, wenn man was richtig machen will, dann muss man es als Unternehmer machen. Und in dem Zusammenhang, der Investor hat natürlich dann den Vorteil, wenn man sich aufs Trading, auf die Auswahl von Strategien und Ähnliches konzentriert und alles andere abgeben. Können Sie bitte etwas zum Inhalt des Gesellschaftsvertrags sagen oder womit man sich beschäftigen muss? Also grundsätzlich reicht hier wirklich die Gründung einer Standard GmbH aus. Diese muss natürlich dann bloß im Grunde den jeweiligen Unternehmenszweck dann in dem Zusammenhang haben. Und dann wäre das in dem Zusammenhang alles erledigt. Steuerlich kann man das, wie gesagt, auch dann auf die richtigen Beine stellen. Genau. Zu den Orderkosten hatten wir gerade schon. Wie ist Ihre Steuerkanzlei zurzeit ausgelastet? Wie wichtig ist der persönliche Kontakt mit dem Steuerberater? Also auslastungstechnisch sind wir gut dabei. Wir stellen aber auch laufend ein, spezialisieren uns, wie gesagt, komplett auf den Vermögensverwaltungsbereich, Kryptowährungen, vermögensverwaltende GmbHs, Immobilien. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass ich sagen kann, der persönliche Kontakt läuft aktuell primär bei uns auch Corona-bedingt ganz einfach so ab, dass sie sagen, es läuft alles über Zoom, GoToMeeting und alles ab. Dementsprechend kann man das auch sehr gut über hunderte Kilometer entfernt machen. Wir haben auch Mandanten, die kommen, sage ich mal, gerne zu uns in die Kanzlei und trinken mit uns einen Kaffee beziehungsweise eine Apfelsaftschorle oder je nachdem, was man halt trinkt. Und von daher ist es dann relativ schnell, auch wie gesagt, eigentlich heutzutage nicht mehr notwendig, weil man es alles vollständig digital abbilden kann.
Kosten für den Full Service gibt es keine so Pauschale, sage ich mal. Es gibt, was wir anbieten, ist für Holding-Strukturen, also für die reine Holding mit bis zu 20 Buchungen im Jahr, so eine Lehrgesellschaft, die man einfach provisorisch vorab gründet als Holding, einen 520 Euro netto pro Jahr für alles. Wenn aber hingegen jetzt eine aktive Trading GmbH ist, dann muss man da im Grunde ein eigenes Angebot erstellen. Und da sind wir, wie gesagt, auch gerade dabei, Lösungen zu suchen, wie man das digital und sauber alles abbildet, weil, wie gesagt, Mandanten haben, die von, sage ich mal, 100.000 Euro Jahr Gewinn haben bis zu Umsatzvolumen. Der größte Mandant aktuell 40 Millionen Umsatz, wo man sagt, okay, das sind Volumen, wo natürlich da vorhanden sein können. Und da kann man das jetzt nicht pauschal beantworten. Lohnt es sich als Anfänger schon eine GmbH zu gründen oder lohnt es sich erst, wenn man schon Gewinne einfährt? Grundsätzlich natürlich sollte natürlich ein Gewinn da sein, weil das natürlich ansonsten der Aufwand, ganz einfach auch die Kosten, das sich nicht rentieren würde. Langfristig wäre es aber so, wenn man sagt, okay, man möchte langfristig Strategien aufbauen, Vermögen aufbauen, ist es halt langfristig die beste Strategie. Gerade, sage ich mal, ab einem seinem mittleren fünfstelligen Einkommen im Jahr kann es sich wirklich schon rentieren, dass man sagt, okay, man wechselt sofort, also ich meine Haupteinkommen, wenn dann nebenbei noch andere Einkünfte dazukommen, weil man dann schon so ungefähr bei 40% Steuerbelastung ist. Wie hoch darf aktuell der Zinssatz sein, wenn man ein Darlehen an die GmbH vergibt? Unterschiedliche Meinungen dazu. Aktuell fahren wir in der Praxis grundsätzlich mit sehr vielen Fällen so, dass wir sagen, 2% über dem aktuellen Zins. Der Bundesbank, genau, das ist ja, glaube ich, aktuell minus 0,88, also haben wir 1,12%. Es gibt unterschiedliche Meinungen von Finanzämtern, die sagen, man muss in dem Zusammenhang den durchschnittlichen marktüblichen Zins haben, und zwar zwischen dem negativen Zins, also 0,88, bis zum Konsumkredit 18%, also liegt man da normalerweise bei 9%, aber das ist sehr umstritten, diese Ansicht, wo es dann auch, wie gesagt, viele sagen, da gibt es auch viele Klagen. Wie gesagt, mit den Kosten kommt wirklich auf viele Faktoren an. Da kann man, wie gesagt, einfach mal am leichtesten eine E-Mail oder ein Angebot anfordern bei uns. Dann können wir darüber, sagen wir, sprechen. Aber wie gesagt, das ist so pauschal, ist das sehr schwierig zu sagen. Weil natürlich auch die Frage ist, ist ein Lohn dabei oder ähnliches? So, da. Genau. Da haben wir jetzt schon sehr vieles erwähnt. Also übrigens für diejenigen, die jetzt zufällig erst später reingekommen sind, wir haben viele Fragen, also ich werde es auch auf viele Fragen, die jetzt noch jetzt in den Nachgang gerade gekommen sind, die habe ich vorhin schon sehr umfangreich beantwortet. Das Webinar bleibt im Nachgang online. Meines Wissens bleibt es auch dann in der Datenbank einsehbar für jeden. Also von daher kann man in dem Zusammenhang das Video im Nachgang nochmal anschauen, falls man jetzt gerade eben erst dazugekommen ist. Also, weil einige Fragen, die jetzt gerade kommen, die hatten wir vorhin schon und auf die werde ich jetzt nicht nochmal dann so eingehen. Genau. Welche weiteren Pflichten kommen mit der GmbH? Grundsätzlich natürlich die Steuererklärungspflicht. Du musst den Jahresabschluss aufstellen, du hast eine Hinterlegungspflicht. Das sind so jetzt, sage ich mal, in dem Zusammenhang die Standardfälle, aber grundsätzlich natürlich auch alles sauber halten. Also du bist am Ende auch Geschäftsführer natürlich in dem Zusammenhang. Das bedeutet natürlich auch, du hast da alle Pflichten und darfst natürlich die GmbH zum Beispiel nicht absichtlich in die Insolvenz bringen. Wie sieht die Situation beim Buy-and-Hold-Investor aus, der ja keine zu wenig laufende Kosten hat? Richtig, also das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn man geringe laufende Kosten hat, dann macht es keinen Sinn als Buy-and-Hold-Investor. Genau, also Kontakt am besten einfach bei uns über die Homepage. Das ist am einfachsten, wenn man da den Kontakt sucht zum Steuerberater. Ja, weil auch gerade die Frage kam, ja, wir betreuen auch Stiftungen, wobei, sage ich mal, das Stiftungsgeschäft manchmal ein bisschen umstritten ist, aber grundsätzlich, sagen wir so, betreuen wir auch Stiftungen. Kann man auch aus einer Führungsrolle traden? Ja, man kann auch mit einer Holding traden, kann man im Grunde mit jeder GmbH, habe ich vorhin schon erwähnt.
Macht es Sinn, die operative GmbH vom Trading zu trennen oder sind das unnötige Mehrkosten? Genau, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, weil die Frage jetzt nochmal kam. Das ist das Thema. Grundsätzlich in dem Zusammenhang, wenn man wirklich sagt, man hat eine operative Tätigkeit, bleiben wir wieder bei den Handwerksbetrieben, die jetzt natürlich ein enormes Kapital teilweise haben, weil sie im Grunde nicht mehr, vielleicht mehr investieren können. Dort wird es zum Beispiel sinnvoll sein, eine Holdingstruktur aufzubauen, dass man sagt, okay, man hat hier den Handwerksbetrieb, der ist operativ als GmbH tätig, vielleicht auch als Einzelunternehmen, den wandelt man zum Beispiel in eine GmbH um, dann wird diese in Form eines Anteilstausches, bekommt die Holding die Anteile an der GmbH, zahlt dann auch bei Ausschüttungen an den vom Handwerksbetrieb an die Holding nur 1,5% Steuern. Das heißt, hier wäre der steueroptimalste Zustand, gründet dann eine neue Trader GmbH und über die läuft dann das komplette Trading. Dann hat man hier das komplette Risiko separiert und man hat natürlich jedoch den Schutz mit der Holding, dass man sagt, okay, dort oben baut man zum Beispiel für Immobilienvermögen auf. Denn das ist ein Problem, das manche Handwerksbetriebe aktuell sehr stark haben, dass sie sehr viel Kapital die letzten Jahre aufgebaut haben und nicht wissen, wohin. Das klingt blöd, aber ja, diese Probleme gibt es auch in der heutigen Zeit und dementsprechend mussten sich da halt einfach irgendwelche Lösungen ganz einfach überlegt werden. Wer kann meiner GmbH ein Darlehen geben? Grundsätzlich jeder. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Also gerne, gerne. Es wird auch jetzt wahrscheinlich demnächst noch ein paar Mal solche Webinare geben. Wurde zumindest jetzt schon angesprochen. Wir werden natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt oder sagt, okay, da sollen wir auf bestimmte Bereiche in dem Kapitalvermögen oder natürlich auch auf andere Bereiche, Holding, Stiftungen oder Ähnliches eingehen, dann natürlich, wie gesagt, nochmal im Nachgang können wir sicherlich nochmal mit CapTrader zusammen hier was vereinbaren. Wurde auch vorhin schon nochmal kurz angesprochen, dass natürlich wir ja natürlich jetzt langfristig auch Partner sind, Steuern mit Kopf und CapTrader. Dementsprechend werden wir da jetzt, sage ich mal, auch öfter mal miteinander zu tun haben. Und ich denke mal, auch Live-Webinare wird es in dem Zusammenhang sicherlich öfter geben. Genau, helft dir auch beim Konstruieren von mehreren GmbHs, richtig. Also was wir machen, ist auch Steuergestaltung, das ist eine Strukturberatung bei uns in der Kanzlei. Das bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir, sage ich mal, die kompletten Strukturen aufbauen, sowohl bei bestehenden als auch neu gegründeten Unternehmen. Also was wir zum Beispiel sehr häufig aktuell haben, wir haben Gründer, Startups, die jetzt sagen, okay, wir haben zwar jetzt hier eine super gute Idee, wir haben eine operative GmbH, aber wir wissen jetzt, dass wir in den nächsten Jahren zum Beispiel schon den Exit planen, dann machen wir es zum Beispiel schon so, deswegen vorhin habe ich es angesprochen mit der Lehrgesellschaft, dort haben wir einen fixen Preis, den wir anbieten für eine Lehrgesellschaft, die man jetzt schon provisorisch gründet, wenn man irgendwann mal den Exit plant. So zum Beispiel jetzt aktuell hier bei vielen der Strategie, weil viele eben diese Holdingstrukturen nutzen wollen. Genau, das ist natürlich auch ein Thema und zwar beim reinen Aktienhandel, weil sie die Frage, lässt sich mittels einer vermögensverwaltenden GmbH ein Firmenwagen über Gewerbeleasing leasen? Ja, genau, das ist der springende Punkt, weil viele natürlich immer das alles nur auf den Steuersatz beschränken. Der Steuersatz an sich ist nur das, was am Ende vom Gewinn besteuert werden muss. Die Frage ist aber auch, wie hoch ist denn dieser Gewinn? In der Trading GmbH oder grundsätzlich in der GmbH kann ich das meistens noch besser reduzieren, dass ich zum Beispiel bei denselben Umsätzen, bei denselben Trades, bei denselben Dividenden am Ende im Privatvermögen zum Beispiel 10.000 Euro versteuern muss, weil ich nur den 801 Euro Sparerpauschbetrag habe und am Ende 30% vielleicht in der GmbH auf 2.000 Euro zahle, weil der Rest Kosten sind, die mein Unternehmen trägt. Also diese Möglichkeit besteht, das heißt, man kann hier alles drüber laufen lassen. Ton ist weg. Ist der Ton wieder da? Weil es kam jetzt gerade hier die Meldung, der Ton ist weg. Also ich kann dich hören. Okay. Nö, Ton ist gut, okay. Nee, dann passt es. Also dann passt es alles. Genau, ja, jetzt sind wir relativ schnell und zügig auch durchgekommen. Welche Unterlagen? Genau, das war noch eine wichtige Frage. Da würde ich noch ein paar Fragen für den Herrn Heller dann im Grunde haben. Ich weiß nicht, ob das war, wie gesagt, relativ kurzfristig, dass Sie eingesprungen sind. Die Frage ist, welche Unterlagen werden für die Depoteröffnung für eine GmbH benötigt? Können Sie die Frage beantworten? Ansonsten
Ja, ist kein Problem. Genau. Also am besten ist es natürlich, ich beantworte sie jetzt gleich. Ich zähle mal kurz die Formulare auf, beziehungsweise was eingereicht werden muss. Am besten ist allerdings eine kurze E-Mail schicken, dass Sie sich für ein Geschäftsdepot interessieren, an die info@captrader.com. Und wir schicken Ihnen gleich all das, was Sie uns einreichen müssen, beziehungsweise auch die benötigten Unterlagen. Da gibt es dann Handlungsvollmachten, die unterzeichnet werden müssen. Das liegt alles im PDF, beziehungsweise auch im Word-Dokument schon an bei. Das einfach ausfüllen und den Link zur Kontoeröffnung klicken und das war's. Es wäre zum Beispiel einmal ein Handelsregisterauszug. Wir bräuchten einen aktuellen Adressnachweis der Gesellschaft. Wir bräuchten eine Handlungsvollmacht des Geschäftsführers beziehungsweise des Traders. Wir bräuchten einen Identitätsnachweis und Ausweiskopie des Traders. Des Weiteren gibt es dann eben ein Formular, was ausgefüllt werden muss, dass Sie auf Margin handeln dürfen. Das alles liegt allerdings dieser Mail auch schon bei. Ja, und deswegen der einfachste Weg, kurze Mail an die info@captrader.com, dann schicken wir Ihnen gerne die Mail raus und da steht alles drin, was Sie wissen müssen. Genau, also dazu kann ich noch sagen, also ich habe schon bei einigen Mandanten jetzt das mal ausgefüllt, die sind auch mit diesen Formularen zu mir gekommen. Das ist wirklich alles selbsterklärend. Also es ist im Grunde, sage ich mal, es ist viel zum Unterschreiben, viel zum Ausfüllen, aber es ist im Grunde so einfach wie ein, sag ich mal, wie das normale Depot zu eröffnen, ist es im Grunde genauso einfach. Also es geht relativ schnell auch. Ich weiß nicht, wie lange die Bearbeitungszeit ist, aber ich glaube, das geht auch relativ schnell. Aber wie gesagt, ich hatte die schon zweimal vorliegen, diese Unterlagen, und es geht wirklich sehr schnell, dass man da so ein ja, professionelles oder Geschäftsdepot ganz einfach eröffnet. Ja, wunderbar. Zusätzlich noch, also in der E-Mail finden Sie auch direkt eine Seite, wo Sie eine Leihnummer beantragen können, also den Legal Entity Identifier und Kostenpunkt, die liegen da circa bei 70 Euro. Okay, das ist dann auch genau das. Ja. War ich mit den 60 bis 80 Euro am Anfang schon sehr gut. Ja. Genau. Ja, ansonsten, einige Fragen wiederholen sich jetzt noch zum Thema Kosten. Sind jetzt einige hier, und zwar wegen dem Professional-Konto. Wie verhält sich das? Professional-Konto. Da war irgendwas hier, wird man als Professional eingestuft? Ja, Genau, also genau. grundsätzlich gelten Firmen, was Marktdatenabonnements anbelangt, generell als Professional-Kunde, ja, weil die eben auch gewerblich genutzt werden können. Also da gibt es keine Einstufung wie bei einem Privatkonto, Non-Professional und oder Professional, sondern hier alle Firmen, Kunden oder Konten sind marktdatentechnisch professional gesehen. Wenn Sie jetzt ansprechen, die europäische PRIIPs and KITS Verordnung, ja, dass diese ausländischen ETFs nicht mehr handeln können oder dann wiederum handeln dürfen, wenn sie Professional Client sind, müssen einfach die Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar mindestens 50.000 muss das Konto bei uns groß sein und dann zwei der nachfolgenden drei Bedingungen erfüllt werden. Und zwar 500.000 Vermögen muss nachgewiesen werden und oder der Trader muss ein Jahr lang in der Finanzbranche in entsprechender Position gearbeitet haben und oder es müssen im letzten Jahr pro Quartal mindestens 10 Trades erheblichen Umfangs getätigt worden sein. Vom erheblichen Umfang spricht man ab 20.000, bedeutet im letzten Jahr pro Quartal 200.000 pro Quartal Umsatz. Und wenn Sie zwei dieser drei Voraussetzungen erfüllen, dann können Sie sich auch dementsprechend nach MiFID einstufen lassen als professionelle Händler und auch diese ETFs wieder handeln. Ansonsten gibt es aktuell nur Lösungen, das Ganze zu umgehen, und zwar indem sie dann auf Alternativen umsteigen, und zwar wie CFDs. Das gibt es bei CapTrader eigentlich zu jedem ETF. Gibt es auch einen CFD, den sie handeln können. Ist natürlich bei langen Haltefristen suboptimal, und zwar weil sie dort eben die Overnight-Swap-Kosten bezahlen. Oder sie machen das Ganze über Termingeschäfte, wenn ihr Depot ausreichend Kapital aufweist und sie kein Professional-Kunde sind, können sie über Optionen entweder durch Verkauf von Puts, die dann irgendwann mal ins Geld laufen, ja, eine Andienung dieser Aktien bekommen. Bis sie die Andienung erhalten, dieser Aktien, bekommen sie eine Stillhalterprämie, ja, was zusätzlich Rendite wäre für ihr Depot.
Oder Sie können dort einen Call kaufen am Geld und diesen ausüben. Und das Ganze würde ja diese PRIIPs and KITS Verordnung, die europäische, umgehen. Ja. Das wäre es zum Professional Status. Ja. Okay. Dann, ich glaube, wir haben soweit wie es geht alle Fragen beantwortet. Also weil jetzt hier am Ende noch ein paar kamen zum Absetzen zum Beispiel von irgendwelchen Dingen. Also grundsätzlich, es ist ein Unternehmen, man kann alles absetzen. Es ist natürlich so, dass hier auch die normalen Regelungen gelten. Der Zusammenhang in dem Fall ist wirklich so, alles, was ein Unternehmen absetzen kann. Und auch das Auto zum Beispiel, weil es gerade hier direkt nochmal angesprochen worden ist, kann abgesetzt werden. Denn auch ein Trader muss ganz einfach für gewisse Tätigkeiten kann er nicht am PC ausführen. Er kann zum Beispiel auch auf Hauptversammlungen gehen. Er kann auch natürlich hier auch an anderen Terminen teilnehmen, zum Beispiel Bankterminen oder ähnlichem, Steuerberater. Und auch für diese Thematiken braucht er zum Beispiel ein Auto. Also das ist wirklich dann schon ein Thema für die Betriebsprüfung. Aber grundsätzlich ist alles möglich. Genau. Und wie gesagt, die meisten Fragen haben wir jetzt beantwortet. Viele davon kamen jetzt nochmal doppelt rein. Wie gesagt, für alle nochmal, das Live-Webinar bleibt auch online. Und ich denke, wir werden im Nachgang auch vielleicht nochmal so ein Live-Webinar machen. Aber wie gesagt, das wird jetzt dann alles noch dann, ja sag ich mal, besprochen werden. Ansonsten, wie gesagt, von meiner Seite wäre es dann soweit. Wir haben wirklich alle Fragen sehr gut durchgebracht. Es sind, sag ich mal, alle Fragen soweit beantwortet worden. Und ansonsten, genau, würde ich dann abgeben wieder an Sie, Herr Helle. Perfekt, super. Herr Elias, Dankeschön an Sie, dass Sie Rede und Antwort heute für unsere Kunden oder auch noch nicht Kunden gestanden sind. Und ja, war sehr aufschlussreich definitiv. Und ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich und wünsche allen Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Webinar mit Ihnen, Herr Elias. Sehr gerne und vielen Dank, wie gesagt, dass ich dabei sein durfte und natürlich an alle Teilnehmer auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben es gut geschafft, 147 Leute schauen noch zu. Also und wie gesagt, das bleibt dann auch online, einfach danach nochmal anschauen, wenn irgendwas unklar war. Ansonsten, wie gesagt, das wird vielleicht nochmal ein Live-Webinar geben und dann können wir alle Fragen im Nachgang nochmal beantworten, falls irgendwas unklar geworden ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.